Markus, worauf können sich die Fans von Winnetou und Gföhl im Sommer 2016 freuen? Ja, habe ich immer gehabt, eine actionreiche, humorvolle, dramatische Inszenierung, tollen Schauspielern auf der Bühne, Pyrotechnik-Effekte, super Kostüme, ein 2-Stunden-Cocktail, guter alter Handschrift, ein Muss zu Video. Renner, du bist wie gewohnt, dass Sam Hawkins in Köln bei den Winnetou spielen. Du darfst natürlich auch wieder blödeln und den Humor rauslassen, aber Sam ohne Lee und Lou, was sagst du dazu? Naja, dieses Jahr ohne Sam, also ohne Sam, ohne Lee und Lou, aber dieses Jahr mit Sascha. Und das macht es genauso wieder gut. Also ich freue mich sehr, dass wir wieder dabei sind, alle miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei bin. Wir haben Winnetou 2 schon einmal gespielt, 2002. Das ist also jetzt schon ein bisschen eine Zeit her und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es wieder absolut lustige, spannende, emotionale Geschichte wird. Also ein super tolles Team. Wie wir gerade gehört haben, wir haben ein paar ganz tolle Neuzugänge dabei und ein paar altbewährte Kräfte. Also was soll schief gehen? Jetzt, wer sind deine Blödelpartner in Winnetou 2? Meine Blödelpartner. Also Blödeln, das gefällt mir gar nicht so gut. Blödeln ist ja gar nicht so das richtige Wort. Humor, Slapstick. Ja, wir bringen den Humor hinein. Also auf alle Fälle mal der Ambrose Peter, der eben den französischen Sergeant spielt dieses Jahr. Ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir natürlich auch noch dabei, eben die Totengräberfamilie ist auch noch dabei. Also das ist der Gary zum Beispiel, natürlich auch eine bessere Hälfte. Der Quincy ist dabei. Also es gibt genug Futter und natürlich auch die Damentruppe, die mit der Gucci unterwegs ist. Also ich glaube, ihr habt zu tun. Vielleicht etwas weniger schlagkräftige Action als in Winnetou 1? Glaube ich gar nicht so sehr. Kommt darauf an, wie es sich der Rockus vorstellt. Was ich so in Erinnerung habe, haben wir mit dem Kuckucksklan genug zu tun. Und ich glaube, da wird auch die Action nicht so kurz kommen. Also wir können uns wie gewohnt auf eine tolle Aufführung freuen, die aber familienfreundlich bleibt. Auf alle Fälle, ich werde mein Möglichstes tun. Oliver, ja. Du warst eigentlich lange Jahre in Köln immer der Böse. Frei nach der EAV, einmal möchte ich ein Böser sein. Jetzt bist du eigentlich schon 2 Jahre hindurch kein Böser mehr. Ja, das kann man so sagen. Was ja nicht so schlimm ist eigentlich. Aber ich glaube, es hängt schon noch ein bisschen mit meinem biologischen Alter zusammen. Denn seit letztem Jahr, da hat sich irgendwas verändert, da bin ich auf einmal ein alter Mann geworden. Also ja, der Inchuchuna war ja nicht so alt. Nicht so alt, nein, aber ich bin halt als Vater von Winnetou älter, als ich es von meinen bisherigen Rollen gewöhnt bin. Und ja, und schlimm war, und heuer spiele ich einen alten Mann, wo sogar ein Name schon vorkommt, das Alte ist nämlich den Hut. Also ja, wobei das Old ja bei den Westmännern eher so eine automatische Zugabe ist, und Karl May. Ja, zum Glück. Und ja, und du bist also relativ viel auf der Bühne in Winnetou 2? Also im ersten Teil glaube ich ja, im zweiten Teil, da bin ich recht bald tot. Ich hoffe, sie lassen mich nicht tot auf der Bühne lindern, aber ja, sonst könnte das schon so zutreffen. Ja, dann werden wir mal schauen, ob du ähnlich effektvoll sterben kannst wie es in Chuchuna. Das war ja eine legendäre Szene, würde ich sagen, von Winnetou 1. Und freuen wir uns schon auf den Death of Old Death. Freue ich mich ebenfalls. Biggie Wade, du hast im neuen Winnetou 2 einen ziemlichen geografischen Stellungswechsel vollzogen. Stimmt das? Stimmt total. Ich habe vorher gesehen, Winnetou 1, die chinesische Charakterkörper, mit als Ü und die 1 und Lu und die und los mal liegen und ich will. Und jetzt kommt das Ganze halt mehr im mexikanischen Dialekt. Was ist du, Dreckskerl? Was willst du? Du musst gehen in die Hölle, Dreckskerl, ja? Du bleibst aber dem humoristischen Fach treu. Ja, das ist auf alle Fälle. Das kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Und du bekommst Verstärkung. Ja, mit 2 Schwestern. Ich bin die Rosalia und dann kommt dazu die erste Holoschee als Dolores und die ja, Judith, den Nachnamen habe ich mir leider nicht gemerkt, als Betty Sue, ich spiele die Rosalia. Kann man sagen, ihr seid so ein bisschen die Gefühle Antwort auf die Bandidas im Western?
ich habe mir schon gedacht, du sagst Vorstadtreiber. Ah ja, kann ich mir schon vorstellen, wie sich das Ganze entwickeln wird, wird sicher witzig werden, vor allem auch, bleibt immer eine Herausforderung, ist bei jedem Stück, bei jeder Rolle. Und ich denke, wir wachsen sehr, sehr gut zusammen. Dann würde ich mal sagen, wir freuen uns auf drei optisch reizende Mexikanerinnen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich mit denen, die jetzt das Video sehen, dann auch in Köln wieder. Ich hoffe auch und ich freue mich auf alle, die uns besuchen werden bei jeder Vorstellung. Sag mal, buenos días, mi amores, de nada, muchas gracias, hola, querida, te quiero para siempre, mi amores. Der Marco Valenta, der ist eigentlich abonniert auf die Bösewichte in Köln. Letztes Jahr warst du ein relativ herzloser Bösewicht. Heuer darfst du Herz auch zeigen, stimmt das? Ich hoffe, ich warte nicht für meine Rolle. Ich werde mich aber sehr freuen, wenn dann Näheres bekannt wird. Also ich bin für mich selbst schon sehr gespannt, wie die Rolle aufgebaut wird, wie einfach alles laufen wird. Und bin auf alle Fälle wieder sehr stark vertreten für meine indianische Seite. Also liebe die Paraderolle Indianer. Und ja, die Indianer sind überhaupt meine Freunde. Also ich werde ziemlich böse sein, wieder, ob ich dann ein Herz habe oder nicht. Weiß ich noch nicht. Naja, Parano ist ja der Mörder aus verschmähter Liebe, nicht? Kann passieren. Klassische Motiv, auch im Wilden Westen möglich. Du wirst wieder viel Action haben, nehme ich an. Ich hoffe. Dann können wir uns auch mit Sicherheit wieder auf sehr attraktive Kampfszenen freuen, für deren Choreografie oder du ja auch in Köln mit und hauptverantwortlich bist. Ja. Wann geht's denn los mit den Kampfszenenproben? Wenn alles aussieht. So kurz wie möglich vor immer, weil es ist das Problem, du kannst nicht mehr alle auf den Fleck haben. Und erst wenn alle da sind, weißt genau, wer ist da, wer kämpft mit und wem muss dort gekämpft werden. Also dann sagen die dann Regisseur mir hoffentlich in den nächsten 2-3 Monaten sagt, dann kann ich mir daheim schon Gedanken machen und Choreografie. Naja dann, Marco, wir freuen uns auf die Saison 2016. Im Jahr. Peace.